Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch die neue Version vom GIFcast of Friends Glitch zeigen. Ja, da ja Rockstar Games wirklich in der Zeit jeden GIFcast of Friends gefühlt nach 2 Tagen schon wieder patcht. Was braucht ihr für die neue Version? Auf jeden Fall müsst ihr euch schon mal nicht verglitschen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ebenso braucht ihr und euer Freund, müsst halt eure MOC einmal hier hinstellen, wo auf der Map ihr das macht. Das ist auch wirklich völlig egal. Stellt die MOCs auf jeden Fall am besten so nah wie möglich beieinander. Und braucht ihr natürlich das Auto, was ihr euch ziehen wollt von eurem Freund. Ebenso braucht ihr dann halt noch eine NPC-Karre mit einer möglichst niedrigen Motorhaube. Und ebenso braucht ihr dann halt noch eine Sanchez, die in der MOC drin steht. Und wenn ihr soweit alles vorbereitet habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Fordert einfach eure Sanchez einmal aus eurer MOC an. Steigt einmal auf und fahrt mit dieser Sanchez dann einmal in die MOC rein. Das machen wir jetzt einmal schnell. So, wir fahren einmal rein. Drin angekommen, ohne Sanchez wieder rausgehen. Auch ganz wichtig, das Auto, was ihr von eurem Freund bekommen wollt, sollte auch so nah wie möglich an der MOC stehen. Das ist wirklich ganz wichtig. So, seid ihr dann draußen angekommen, soll dann euer Freund einmal in die Franklin-Meldung reingehen. Hier geht dann einmal in eure MOC, Eintritt mit einem Freund und Crewmitglieder. Euer Freund geht deshalb in die Franklin-Meldung, damit ihr halt jetzt nicht mit reingezogen werdet. So, dann steigt ihr einmal auf und fahrt aus der MOC raus. So, seid ihr draußen angekommen, soll dann euer Freund sich jetzt einmal dieses NPC-Auto schnappen und dann einmal hinter eure MOC stellen. So hat er das dann gemacht, dann könnt ihr einmal mit eurer Sanchez auf das Auto drauf fahren, sobald ihr dann oben drauf angekommen seid. Steuerkreuz nach rechts drücken. Sobald das Auto despawnt, einfach sofort Interaktionsmenü öffnen. Ihr müsst auch nicht ins Pausenmenü gehen, einfach wie gesagt Interaktionsmenü öffnen, dann lauft ihr einfach zu dem Auto hin, was ihr euch ziehen wollt. Euer Freund stellt sich dann einfach in die Nähe seiner MOC und wenn ihr in das Auto eingestiegen seid, dann muss sich einfach nur euer Freund uns jetzt in seine MOC einladen. Ist auf jeden Fall perfekt. Dann können wir aus dem Interaktionsmenü rausgehen. So, als nächstes muss unser Freund dann uns eine Einladung in seine MOC reinschicken. Die warten wir noch einmal ganz kurz ab. Wunderbar, einmal angekommen. Die nehmen wir dann einmal an. So sind wir dann in seine MOC drin, dann können wir die MOC auch ganz einfach verlassen. Ja, das war's auf jeden Fall auch schon. Jetzt können wir einfach in unsere MOC reingehen und einfach das gewünschte Auto, was wir uns gerade gezogen haben, einfach rausholen. So, draußen angekommen, seht ihr Leute, das Auto hat sich jetzt gerade dupliziert, das ist meine Kopie und daneben an steht das originale Auto von meinem Kollegen. Und das war's auf jeden Fall auch schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.